Sono tornato e spero la qualità sia migliorata. Sembra di sì. Es sieht gut aus bei mir, was ich hier sehe, mit meinen Empfangsbalken und allem von der Qualität. Scrivetemi, per favore, scrivetemi un feedback se è migliorata la qualità. Se mi sentite bene o almeno abbastanza bene? Schreibt mir kurz, ob ihr mich jetzt gut oder ein bisschen besser hört. Normalerweise, ich kann, steckt da jetzt nicht drin. Die sind auch weg. Ich weiß nicht, ob die heute irgendwie hier Netzprobleme hatten. Okay, viel besser. Die sente bene adesso. Okay, ja, ab und zu, ogni tanto. Passo da capo, bisogna fare da capo. Funzione smoto, bisogna fare da capo per migliorare o per. Ist ja auch ab und zu beim Sprachenlernen, wenn man irgendwie, ich komme da nicht weiter, einfach nochmal zurückgehen, sage ich auch immer, zu eurer Basis, zu eurem Potenzial e riprovarci da capo. Okay, also. Wer jetzt einsteigt, es gab ein paar technische Probleme. Non mai colpa mia, niemals meine Schuld, deswegen bin ich jetzt raus und rein. Però adesso possiamo cominciare. Finora non ho detto niente di importante, bis jetzt habe ich noch nichts Schwieriges gesagt. Solo una cosa, questo è livello avanzato, italiano per livello avanzato, quindi parlo molto in italiano, non tradurrò tanto in tedesco. Ich werde nicht so viel auf Deutsch übersetzen. Beh, ok, ormai sì, ok, sto leggendo i vostri feedback riguardo al suono, alla qualità. Adesso sì, meglio. Va bene. Ormai è diventato un po' tradizione che io all'inizio di uno stream vi chiedo: cosa hai visto di bello? Hai sentito qualcosa di interessante? O è successo qualcosa di particolare in senso positivo o negativo? Oggi vorrei continuare questa tradizione con vi pongo una domanda, una prima domanda rivolta a voi. Cambiamo un po' le gerarchie, no? Normalmente voi mi chiedete, però anche io ogni tanto ho qualche domanda. Scusa, scusate. Ok, una domanda oggi un po' filosofica, spero che siate in forma. Vabbè, venerdì sera, non c'è nessuna scusa, non potete dire sono stanco, dico che cazzo, sì, ho lavorato tutta la settimana. E dico, no, domani è il weekend, domani devo pure lavorare. Ok, per chi deve lavorare domani, veramente è una scusa. Però per chi inizia il fine settimana, non ha questa scusa. Allora, spero che siate in forma, che siate un po' creativi. La mia domanda oggi è: per quale motivo? Perché ti alzi alla mattina? Perché ti alzi? Warum stehst du denn auf überhaupt am Morgen? Perché ti alzi? Alzi. Perché ti alzi? Che cucini stasera? Sì. È una domanda filosofica. E adesso non mi rispondete tipo: sì, perché devo lavorare, non lo so, no, un po' risposte guardando oltre queste cose amministrative, queste routine. Guardare oltre vuol dire qual è il motivo positivo per cui ti alzi alla mattina. Io vi do un esempio da parte mia. Io mi alzo, i bambini mi aspettano, io mi alzo perché ogni giorno che mi alzo, se mi viene la voglia di fare footing per 30 minuti, di muovere il mio corpo, nuotare o salire in montagna, non so,
Camminare? Sì, per questo motivo mi alzo, perché so che se voglio sono capace. Sai, sapete, un po' della serie La vita è bella, per quale motivo ti alzi? Oppure un altro motivo per cui mi alzo è poter assaporare nuovi gusti, perché io sento, cioè la mia bocca, il mio palato funziona e sono grato alla vita di ogni giorno. Mi alzo perché posso assaporare, scoprire nuovi sapori. Yvonne, vedi questo? Yvonne, tu stai andando in questa direzione che intendo, sì, che volevo che voi pensaste un po' in questo perché tuo marito ti prepara il caffè. Questo sì che è un motivo per alzarsi con un sorriso, certo. Io, per esempio, ieri, i tuoi porcellini aspettano la loro colazione, eh sì, e poi loro ti fanno il sorriso, eh? I miracoli della vita, ecco, adesso ci siamo, eh? Adesso, bravi, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Bello, bellissimo. Vabbè, prima o poi doveva succedere. Das hat mir in dem Livestream am 25. hat mir die Sätze gelernt. Ja? Früher oder später musste das ja kommen, che Sally o qualcun altro mi presenta una bella poesia e battuta perché mi fa male la schiena. Grazie, mi hai fatto ridere. Ah, Dani, perché il caffè è pronto? Vediamo, è pronto così, quindi anche tuo marito, come quello di Yvonne, no? Ti prepara il caffè. E per non morire a letto, Manfred. Mi alzo per non morire a letto. Eh sì, perché già a letto dormi. C'è un altro posto, no, per morire, magari sul divano. Ok, allora ho capito. Io, per esempio, ieri, e questo motivo positivo un po' può essere un motivo generale, un po', sai, perché come i miei esempi di prima, però può essere anche un motivo un po', diciamo, quotidiano, uno che è speciale proprio in quel momento, in quel giorno, come per esempio ieri mi sono alzato perché sapevo di avere un appuntamento dal parrucchiere, di potermi rifare i capelli, farmi tagliare i capelli, però qualcosa è andato storto alla prenotazione e sì, hanno sbagliato loro e invece poi alla fine sono andato dal parrucchiere, nisba, niente. Oggi no, domani sera, io domani sera, scusate, c'ho uno live stream, uno stream in diretta, no? Non posso. Vabbè, vedete, vi alzate con questa prospettiva positiva, no? Però può anche capitare che alla fine non si realizzi. Beh, comunque, però almeno quel momento in cui mi sono alzato avevo il sorriso, vabbè, alla sera, e poi oggi, e adesso viene il colmo, es kommt dann noch der Gipfel. Quando ho il mio appuntamento domani alle 8 di mattina. Ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Come tu me lo fa fare? Chi me lo fa fare? Vabbè, Dani, anche questo è un motivo. Ho fame, cazzo, alzati, corpo, alzati, mangia. Sì. Bella, ok. Allora, prima di cominciare con qualche esercizio, no, cominciamo prima con l'esercizio e poi le mie storielle e altre informazioni un po', ok?
come per scaldare il motore, oggi un esercizio che ultimamente ho fatto anche nei miei corsi. Sapete, ogni tanto ci sono degli esercizi che io faccio per un periodo, 3-4 settimane, 2 mesi, poi mi stufo un po', perché sempre la stessa cosa, voglio inventare qualcosa di nuovo. Però poi, in fondo, questi esercizi sono belli. Mi scordo un po' e poi li riscopro. E questo è l'esercizio, è un esercizio banale, però anche un esercizio molto utile ogni tanto farlo. Ok, die erste Übung ist, um zu, das ist ja für italienisch fortgeschrittenen Stream, und einfach mal zum Warmwerden Sätze übersetzen, kurze Sätze, ja? Und jetzt dürft ihr mal in der ersten Runde mir auch mal schreiben, die ersten zwei, drei, und dann die nächsten gebe ich euch die Pause, überlegt und ich schreibe euch dann die Lösung. Okay, der erste Satz ist ein paar Freunde haben mich besucht. Ein paar Freunde haben mich besucht. Erstmal so typische Sätze. Ein paar Freunde haben mich besucht. Scrivetemi. Come detto, le prime due o tre traduzioni e i primi due o tre esercizi lentamente mi potete scrivere e poi acceleremo un po'. Ein paar Freunde haben mich besucht. Allora, bella, questa. Interessante. Heute fangen wir, wie gesagt, ein bisschen erstmal so an. Alcuni amici sono venuti a vedermi. Alcuni amici sono venuti a trovarmi. Alcuni amici sono venuti a trovarmi. Sì, ottimo. Also, venire a trovare, siccome besuchen, sono venuti a trovarmi. Oder ihr könntet es auch davor, mi sono venuti a trovare. Prossimo. Ah, Moment. Also, der nächste Satz ist, das hat mir nicht so sehr geschmeckt. Das hat mir nicht so sehr geschmeckt. Also, bravissimi, sono venuti a trovarmi. Bravissimi. Das hat mir nicht so sehr geschmeckt. Ja, dann zickert nicht rum. E non lo mangiare. Come dite? Non mi è piaciuto oder non mi è piaciuta. Für euch nochmal: Frauen müssen nicht automatisch piaciuta sagen. Es geht um die Sache, die euch nicht geschmeckt hat. Weil, wenn ihr an eine Suppe denkt, dann passt piaciuta. Wenn ihr an den Vino oder Piatto oder was weiß ich, dann passt piaciuto. Und schön, ihr habt wollto, aber was ich darauf hinaus war, war dieses tanto, so sehr. Non mi è piaciuto tanto. Da müsst ihr, tanto. Müsst ihr auch so schauen, ja? Nicht so sehr. Yes. Okay, Michele, abbiamo capito, Non questa scena da film di terrore, diese Horrorfilmszene. Wobei, ich habe heute kennengelernt jemanden, oder erfahren, ja, das eine ist hier dabei, Misa, sie, die mag tanto diese Horrorfilm-Szenen. Okay. No, mi è piaciuto tanto, ist auch was sehr. Und das noch eins mit Schreiben, con scrivere, cazzo, mi sono perso. Das hängt von meiner Arbeit ab. Das hängt von meiner Arbeit ab.
Non mi è piaciuto mica, non mi è mica piaciuto. Da Mr. Studios mica da fuori, Manfred, e non mi è mica piaciuto. Das hat mir doch nicht geschmeckt, ist es, eh? Wenn jemand behauptet, hey, das hat dir geschmeckt, non mi è mica piaciuto. Non mi è piaciuto mica, kam auch hinten dran, scusa. Aber das heißt, hat eine andere Bedeutung. Das hat mir doch nicht geschmeckt. Was soll das? Ja? Okay, es hängt von meiner Arbeit ab. Dipende dal mio lavoro. Es hängt von, nicht del, dipende dal mio lavoro. Okay. So, das nächste. Jetzt hat nicht mehr schreiben. Willst du wissen, was ich Schönes gemacht habe? Willst du wissen, was ich Schönes gemacht habe? Also jetzt nicht mehr schreiben. Ein bisschen schneller. Willst du wissen, was ich Schönes gemacht habe? Dipende dal, bravissimi. Jetzt schicke ich euch die Lösung. Und ihr checkt nur in dieser Kürze der Zeit, ob ihr sagt, ah ja, das wäre der Weg gewesen. Ihr setzt ein bisschen anderer Ansatz, da will ich jetzt was anderes trainieren. Ich weiß, so schnell geht es vielleicht nicht, aber wenn ihr dann nicht will, diesen Effekt, die Lösung zu sehen, ah ja, so geht's, ja. Vuoi sapere cosa ho fatto di bello? Willst du wissen, was ich Schönes gemacht habe? Okay. Dann das nächste. Ei, ich habe mir in den kleinen Finger geschnitten. Ich habe mir in den kleinen Finger geschnitten. Ich habe mir den kleinen Finger geschnitten, okay? Das gibt's nicht. Ecco, adesso. Der kleine Finger ist mignolo. Mi sono tagliato nel mignolo. Da haben wir tagliarsi. Ich habe mich geschnitten, nicht mio. Das war hier meine kleine Falle. Mi sono tagliato und Frauen dürfen jetzt sagen, mi sono tagliata nel mignolo. Poi, ich werde ein bisschen Musik hören. Ich werde ein bisschen Musik hören. Da habe ich jetzt das S vergessen, ist mir egal. Ich werde ein bisschen Musik hören. Also was machst du? Ach, ich werde ein bisschen Musik hören. Also ich wollte euch die italienische Lösung. Ascolterò un po' di musica. Ah, da war mal wieder mit dem Sentire, nicht Sentire, ja, sondern Ascolterò. Sì, brava Angelica, ascolto oder ich werde, war das mein Ziel auch ein bisschen. Sì. Das nächste. Was für schöne Blumen. Was für schöne Blumen. Das hatte ich schon mal. Das ist mal vielleicht, glaube ich, eine kleine Wiederholung. Was für schöne Blumen. Che bei fiori. Und noch einer. Dieser Wein schmeckt mir mehr. Che bei fiori. No, nee, zwei, dann machen wir noch eine letzte Runde. Dieser Wein schmeckt mir mehr. Questo vino mi piace di più. Questo vino mi piace di più. Angelika, das war am Anfang, habe ich schreiben, jetzt ein bisschen selber überlegen, weil ich bin relativ schnell mit den Lösungen. Genau. Questo vino mi piace di più. Okay. Ihr könnt natürlich auch schreiben, klar, ja, aber dann nicht wundern. Das nächste.
Das geht nicht auf. Es geht nicht auf. Ganz einfach. Non si apre. Es öffnet sich nicht. Und in diesem Zuge, das hatte ich glaube nochmal, könnt ihr sagen, das geht nicht zu. Genau dasselbe. Non si chiude. Non si chiude, das geht nicht an. Non si accende, das geht nicht aus. Non si spegne. Bravo, ich glaube, da seht ihr, da könnt ihr, vi potete ricordare. Ok, vabbè, questo per scaldare il motore. Siete scaldati. Siete in forma. Poi una cosa, un tipico errore. Voi sapete, quando volete dire bis Dienstag, bis morgen, sagt ihr doch a martedì, a domani, alla settimana prossima. Und jetzt. Jetzt schaut euch diesen Fehler an. Ci vediamo a martedì. Ausnahmsweise, man darf ja nichts Falsches schreiben, aber jetzt nochmal, wir wollen jetzt halt wirklich bewusst fokussieren, Fehler eliminieren. Wenn ihr sagt, bis Dienstag, aus dem Blauen heraus, und es kommt nichts davor, se non, a martedì, a domani, a venerdì, al weekend. Aber wenn ihr sagt, wir hören uns, wir treffen uns, dann ohne a, dann sagt ihr, ci vediamo martedì. Non c'è problema, Angelica. Ci vediamo martedì. La lentezza è molto più importante della velocità. Die Langsamkeit ist viel wichtiger im Leben als die Schnelligkeit. Ci vediamo martedì. Also, das nochmal, fokussiert nochmal, das höre und lese ich immer wieder mal per voi. Ok, un altro bel esercizio adesso. Un goccio d'acqua. So, diese Übung ist im Zeichen. A me piace molto questo tema. Redewendung, modi di dire, proverbi, sprichwörter. Floskeln, sì? Espressioni, einfach so feste Sachen, die fix sind. Da ist es aber so, das ganz kurz auf Deutsch, die kommen alle rüber, als ob die in ein und demselben Topf sind. Ja, ist halt so ein Sprichwort, so was Fixes. Ja? Man in realtà non è così, weil ein paar sind Sprichwörter. Ein paar sind aber flexible Redewendungen. Und bei Sprichwörtern, das ändert sich nicht. Bei Redewendungen allerdings, da könnt ihr dann in Personen springen, als ob es ein Wort wäre wie mangiare. Mangerò, mangiato, mangiavo, mangiavi, mangiavamo, mangeresti. Ok, primo round. Io vi scrivo un modo di dire, un proverbio, sì? So, und am Anfang, all'inizio, non vi dico la traduzione. Am Anfang sage ich euch mal ganz kurz nicht die Übersetzung, auch nicht schreiben. Ihr dürft mal, ich sage es euch dann auch ganz schnell. Però, questo esercizio è, jetzt spürt mal, cercate di capire, di vedere. Si può cambiare questo modo di dire, questo proverbio, questa frase? Kann man diesen Satz ändern? Dieser Satz heißt, niemand, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Genau? Ja? Also niemand wird als Meister geboren. Und jetzt meine Frage an euch. Wenn ihr was ändert,
Und ihr wisst, die nackte Botschaft ist das Verb, also nicht nessuno, nicht maestro, sondern nasce. Macht es Sinn, hier das irgendwie, oder kann man das ändern? Scrivetemi, erste Runde mal, sì o no. Si può cambiare, kann ich dieses nessuno nasce maestro in die Du-Form, nessuno nasci maestro, oder in die Vergangenheitsform, nessuno nasceva maestro, oder in die Zukunft, nessuno nascerà maestro. Ah, ich sehe lauter No. Okay, ein C. No, genau. Das ist einfach, das ist nessuno nasce maestro. Und das muss man einfach rausknallen, wenn die Situation es erfordert, ja? Und dann, ne? Che situazione sarebbe? Vi spiego in italiano. Per esempio, voi fate un errore, e qualcuno ve lo rimprovera, der schimpft euch, si lamenta, e poi voi dite, scusa, nessuno nasce maestro. Das ist also ein Spruch, der in der Situation einfach, bam, nessuno nasce maestro. Prossimo. Okay. Essere in palio. Prima di dirvi la traduzione, bevor ich euch die Übersetzung sage, forse capite, forse conoscete, avete già sentito questo modo di dire o proverbio. Essere in palio heißt, vuol dire in tedesco, auf dem Spiel stehen. Auf dem Spiel stehen. Und jetzt cercate di entrare, di vedere chiaramente questo modo di dire o proverbio. Ist es ein modo di dire? È un proverbio? Si può cambiare o no? Se si può cambiare, wenn man das ändern kann, dann muss es dieses essere sein. Scrivetemi, si può cambiare, sì o no? Auf dem Spiel stehen. Sì, sì. Ok, das kann man ändern, weil auf dem Spiel stehen ist ja, es steht auf dem Spiel, ja, stand auf dem Spiel, ja, du stehst auf dem Spiel, okay? E adesso, und jetzt denkt nicht an Spiel oder sowas, euer Basis ist essere in palio. Und jetzt machen wir mal è in palio. Frage ich euch, è in palio heißt, es steht auf dem Spiel. Und dann könnt ihr das in der Zukunft, wisst ihr, wenn ihr mein 2-2-1, si conoscete il mio sistema 2-2-1 Hobby Lust, die zweite, die rechte 2, jetzt hat, die 2R-Formen, schreibt mir die doch mal kurz. Weil jetzt wisst ihr, essere, das könnt ihr ändern, das ist Glücksradprinzip. Wie macht ihr die 2 Formen? Auf der rechten 2. Sarà in palio? Sarà in palio und die andere? Haben wir auch noch eine Form? Sarebbe in palio. Ok. Sarebbe in palio. Und jetzt, meine, das braucht jetzt nicht antworten. Was heißt dann sarebbe in palio übersetzt? Nicht antworten, ich gebe euch die Lösung. Brava Silke, aber ja, sarà und sarebbe, du warst dabei sarebbe, ja? Sarà und sarebbe in palio. Sarebbe in palio heißt auf Deutsch,
Das stünde auf dem Spiel. Das stünde auf dem Spiel. Und sarà in palio, geht in euch, versucht euch selber. Sarà in palio. Was heißt es auf Deutsch? Das wird auf dem Spiel stehen. Sarà in palio. Okay. Okay, prossimo. Könnt ihr euch erinnern, wenn ihr einen Fehler macht und euch schimpft, was sagt ihr dann? Nessuno nasce maestro. Okay. So, jetzt das nächste. Fare traboccare il vaso. Heißt, das Fass zum Überlaufen bringen. Ja, also übertreiben und so. Ja. Jetzt, ja. Das Fass zum Überlaufen bringen. Fare traboccare il vaso. Si può cambiare sì o no? Si può cambiare sì o no? Si può cambiare, ja, das fa, weil ich kann natürlich schon sagen. Er bringt das Fass zum Überlegen. Und jetzt hat überlegt, fare oder traboccare, was ändert ihr? Fare. Also dann, ich nicht schreiben. Ja. Ich sage euch auf Deutsch und ich gebe euch kurze Pause, vi do una pausa, cercate di tradurre e poi vi do la soluzione. Er lässt das Fass zum Überlaufen bringen. Fa traboccare il vaso. Du darfst nicht das Fass zum Überlaufen bringen. Du darfst nicht das Fass zum Überlaufen bringen. Du darfst nicht. Non devi fare traboccare il vaso. Du hast das Fass zum Überlaufen gebracht. Jetzt haben wir den Ecco la frittata, haben wir den Salat. Also, wie sagt ihr das? Du hast das Fass zum Überlaufen gebracht. Hai fatto? Traboccare il vaso. Und dann gibt es einen Spruch. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und könnt ihr das ändern? Potete cambiare, scrivetemi. Könnt ihr da irgendwas ändern? Potete cambiare qualcosa? No. Okay, Manfred, ich erkläre dir das gleich. Oh! Jetzt bin ja ich. Vorhin war ich, prima ero un po' triste, weil quasi tutti eravate corretti, sì? Adesso è un sì o no, un sì o no. Ah! Ho trovato qualcosa. Ho trovato il filo da torcere per voi, eh? Io ho una harte Nuss für euch gefunden. Bello, ist mein Abend auch gerettet. Allora, der ganze Spruch, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, das ist aber, ja, das ändert man nicht, weil du sagst, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hast. Ja? Das Einzige, was man macht, ist davor. Das ist, la goccia. Ha fatto traboccare il vaso, oder è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Der Spruch dann selber nicht, aber fare traboccare. Okay, das war jetzt mal un piccolo esercizio, die ist mir neulich gekommen, dass das auch anche questo, continuo in italiano, che anche questo è un, secondo me, un bel esercizio per, come devo dire, capire la struttura. L'infrastruttura della lingua italiana, eh? È anche un bel esercizio per collegare le frasi, modi di dire, proverbi tedeschi con le corrispondenti frasi italiane, ma anche e soprattutto rendersi conto di quello che tu dici in tedesco. Vor allem sich mal wieder bewusst machen, was man auf Deutsch eigentlich sagt. Ja? Wie sowas gebildet wird auf Deutsch.
Man spürt, na, im Deutschen ist das auch nicht änderbar. Okay, piccolo esercizio così. Una piccola storiella, va bene? Mio figlio. Oh, hier. Ieri, no? Mi sono chiesto, ma Michele, ma chi me lo fa fare? Womit tue ich mir das eigentlich an? Eh? Chi me l'ha fatto fare? Womit habe ich mir das angetan? Allora, io ieri ho fatto uno spaghetto ai gamberi, sì, veloce, e veramente veloce, perché normalmente quando io faccio una pasta ai gamberi, i gusci sind bei Muscheln und das alles sind die Schalen und das Ganze, ja. I gusci, und da gibt es ein schönes Wort, sgusciare, also ja, die ganze Zeugs wegtun, ja. Io sguscio i gamberi, ja, con le pinze, mit den Zangen, le antenne, le zampe, die Pfoten, ja, con le zampe. Sguscio tutto e poi faccio un fondo, ma so einen Fond nennt man un fumetto, ein Räuchlein, un fumetto di gamberi, di crostaci, no? Allora io, quando faccio lo spaghetto ai gamberi, sguscio tutto, faccio il fumetto, e poi lì in quel fumetto alla fine faccio saltare gli spaghetti, così gli spaghetti assorbiscono tutto il sapore dei crostacei e poi sopra i crostacei e qualche pomodorino fresco e è fatto, e siamo al paradiso. E quindi questo modo di preparare, no, è per far entrare il sapore del sugo, della salsa, di questa salsa concentrata, negli spaghetti, nella pasta, e così con ogni pasta che tu mangi hai quel sapore molto intensivo, o diciamo, non troppo, però intensivo. Ieri però non avevo tanto tempo e quindi ho fatto questo piatto però velocemente. Vuol dire, come un cuoco stellato, magari, quindi vuol dire non ho sgusciato tutto, ho pulito, ho tolto la testa e ho fatto soffriggere in padella e un po' di aglio, poi spaghetti sopra, sfumato con vino bianco, bla bla, finito. Mio figlio, ma che basta? No, non si dice. In modo scherzoso, ok? Ma veramente, che buon gustaio, mio figlio. Mio figlio, dopo la prima forchetta, babbo, oggi sti spaghetti non sono così intensivi come al solito. Mannaggia te. Vabbè, io ero un po', come devo dire, un po' irrealistico, perché io speravo che lui non si sarebbe accorto. Invece un cazzo. Prima forchetta, babbo, c'è qualcosa che non va qua. Cosa avrei potuto dire? Was hätte ich sagen können? Welchen Spruch von heute? Figlio, nessuno nasce maestro, oder? Figlio, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mannaggia te! E non mi scrivete povero figlio, ok? Povero babbo! Adesso l'abbiamo già chiarito l'altra volta, che sono io il poveraccio! È così viziato! Sì, tu lo dici, Gerlinde, hai ragione! Sì, in futuro figlio, solo pane e burro! sì, ho impostato io l'asticella così in alto, lo so Yvonne, lo so, ma c'è la minestra, salta dalla finestra. Siete forti, ma come usate l'italiano, ma proprio, caspita. Ok, vabbè,
un altro esercizio, terzo casetto. Terzo casetto. Terzo casetto, chiamarsi il eccetera, eccetera, eccetera. Ganz kurz auf Deutsch. Das ist die dritte Schublade. Die dritte Schublade zeichnet sich ja aus durch die Wörter mi, di, si, ci, vi. Mi, di, si, ci, vi. Va bene? Dieses mi, di, si, ci, vi, die haben Klone. Ja? Deine Brüder. Die anstelle dieses Mi mal auftauchen. Weil ihr könnt entweder den nehmen oder sein Klon, aber nicht beides. Und dann kommt dann Mehne. Ein Klon von Mi ist Mehne. Und, ciao, dalla Liguria, beata te. Und ein Klon von Ti wäre dann was? Noch nicht schreiben, nicht schreiben, ich schreibe es euch dann. Also wenn ein Klon von Mi, Mehne ist, die Klone die Ti, Mehne. E il Klono di Si, Sehne. E il Klono di Ci, Cehne. E il Klono di Vi, Bene. Ah. Okay. Und jetzt müsst ihr euch so schauen. Immaginate. Ihr steht und ihr wollt, ich hoffe, das passt, ihr hört mich, seht, und ihr wollt in terzo cassetto sprechen. Ja? Saluti da Salzburgo. Ah, grazie del complimento. Und dann, wenn ihr normal steht, sagt ihr, mangio, bevo, sento, ok? Wenn ihr aber in der dritten Schublade seid, dann macht ihr einfach so. Mi chiamo, mi alzo, mi sento bene, mi lavo, mi chiedo, va bene? Weil ihr wisst, chiamare è chiamarsi. E nel terzo casetto, una müsste miti si civi, und dann sagt ihr, mi chiamo, eh? Nicht chiamo, chiamo es ohne, aber mi chiamo, va bene? Und jetzt habe ich euch gesagt, das mi hat ab und zu einen Klon. Dann sagt ihr nicht mi, sondern mehne, aber nicht bei chiamo. Eh? Ich sag euch jetzt, und nicht, noch nicht vordenken, non anticipare. Das Mi hat nicht nur einen Klon, sondern einen zweiten Klon. Mela. Nicht nur Mene, sondern Mela, wie die Mela. Auseinandergeschieden. Und das Ti hat nicht nur Tene als Klon, sondern auch. Ja, ich hätte gerne einen großen Teller, bitte. Mela. Und das Si hat nicht nur den Klon Senne, non ha solo questo Klon, ha un secondo clono, Sella. E il Ci ha un altro clono, a parte del clono Cenne, Cella. E il Vi, pure il Vi ha un secondo clono, è certo, eh? Dobbiamo essere corretti, eh? Se tutti hanno due cloni, anche il Vi deve avere un secondo clono. Non solo venne, ma anche vela. So schaut es aus. Ab heute, da oggi in poi, wisst ihr, hat der Michele die ganze Wahrheit erzählt. Finora ho parlato del terzo cassetto, miti si civi, miti si civi, e tu pensavi di conoscere tutto il terzo cassetto, du hast gedacht, die ganze dritte Schublade zu kennen. Ah, però questo Michele sfacciato, dieser freche Michele, però ormai mi conosci un po'. All'inizio è importante solo un po' di informazione. E adesso?
Aber danach ist es wirklich vorbei. Wisst ihr, die dritte Schublade, il terzo cassetto, hat nicht nur MIDI-CGV und nicht zusätzlich, questo importante, das sind weiterhin 5 Goldstückchen. Nur dieses Mi verwendet ihr halt manchmal als nicht Mi, sondern als Mene oder als Mela. Jetzt machen wir die erste Übung. Ihr dürft euch auch, anche voi, ce la metto tutta. Certo, Manfred, ce la metto tutta, però volentieri, con un immenso piacere, perché questo è un tema importante e voglio che voi capiate. Dai! Ok, ihr steht normal, kein Reflexiverb, keine dritte Schublade. Jetzt macht ihr hier und sprecht von euch. Mi. Und dann ist egal, mi chiamo, mi alzo, ja? Mi. So, wenn ihr so macht, dann ist es Mela. Ja? Mela. Und wenn ihr nach hinten macht, Mene. Und jetzt macht man Mi, Mela, Mene. Bitte. Und lasst euch treiben. Nur weil ihr Mela und Mene sagt, muss euer Gehirn nicht mehr Aufwand betreiben. Ob ihr Mi oder Mela sagt, è uguale. Mi, me, mi, mi, me, 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 me. Ja? Ist egal. Bleibt cool. Also, Mi, me, Mela, Mene. So, bei Ti. Ti, Tela, Tene. Bei Si. Si, Sera, Sene. Ci. Cela, Cene. Vi. Vela, Vene. Okay. Zweite Runde, nächste Runde. Ich werde jetzt sagen, sprich von dir und mach so. Und dann sagst du, Mi. Frag mich, Ti. Sprich von dir, Speed übrigens. Speed Übung übrigens. Ja? Mi. Sprich von uns, Chi. Sprich von uns, Cela. Sprich von dir, Mela, sprich von dir. Mi, sprich von dir. Mene, frag mich. Tene, frag mich. Ti, frag mich. Tela, sprich von dem Typen da drüben, der nicht dasteht, egal. Sela, sprich von der Frau da drüben. Sela, sprich von beiden. Sela, ja? Oh, sprich auch hier von beiden. Si, sprich von dir. Mi, frag deine Gäste. Vi, frag deine Gäste. Vene, frag deine Gäste. Vela, sprich von dir. Mela, frag mich. Tela, frag mich. Ti, sprich von einem Freund. Si, sprich von einem Freund. Si, sprich, sene, scusate, sprich von mehreren Freunden. Non cambia, sene, frag deine Gäste. Vi, frag deine Gäste. Vela. Puh, okay. Ottimo, no? Bello esercizio. Io vi ambisen, perché questo veramente è cazzo. Non me lo potevi dire prima, Michele. Hättest du mir das nicht vorhin sagen können, che dovevo chiamare l'ortopedico, dass ich den Orthopäden hätte vorhin anrufen sollen, prima di fare questo esercizio di merda. Okay. Va bene. Und jetzt, adesso conoscete tutta la verità. Il terzo casetto ha dei cloni, Mi, Mene e Mela, Mene. Ja? Und jetzt gehen wir mal rein. Jetzt gebe ich euch ein Wort, zum Beispiel. Vediamo, vediamo qualcosa di bello. Sento. Und jetzt checkt ihr, die Übung geht so, sento. Geht diese Möglichkeit mit sento? Kann ich sagen, mi sento? Schreibt mir das. Kann ich sagen, mi sento? Mal oft ist er, muss man da noch weitersprechen. Kann ich sagen, mi sento? Scrivete. Sì. Also das geht auf jeden Fall. Sì, va? Okay.
Und jetzt checkt ab. Habt ihr schon mal gehört? Me la sento. Ist das euch irgendwie bekannt? Kommt es vor? Also jetzt nochmal für euch. Molto importante. Nur weil jetzt ein Klon auftaucht, wie Mela und Mene, heißt es jetzt nicht, dass ihr jetzt da wild reinfuchteln könnt und alles mit Klonen versetzt. Voi avete livello avanzato, ihr habt fortgeschritten Niveau. Ihr habt schon so viele Wörter gehört, ja? Und für euch, ja, ist es wichtig, auf euer Bauchgefühl zu achten, zu sagen, nee, Moment, das habe ich noch nie gehört. So, geht me la sente, me la sento. So, me la sento geht tatsächlich auch. Ah, und jetzt geht mi sento und das heißt ja, ich fühle mich und dann mi sento bene. Aber wenn, und das ist wie wenn ein Wort zwischen Schubladen springt, wenn sowas auch möglich ist, me la sento, hat das irgendwie eine andere Bedeutung. Und me la sento heißt, ich fühle mich danach, ich habe Bock drauf, ich habe Lust drauf. Sì, me la sento. Ja? Ich traue es mir zu. Ja? In diese Richtung. Me la sento. Ottimo. Dann haben wir das. Und jetzt schauen wir mal. Geht me ne sento. Schreibt mir, scrivete mi. Geht me ne sento. Habt ihr sowas schon mal gehört? Me ne sento. Brava Katharina. No, no. Also, das war der Beweis, ja? Me ne sento? No. Das geht nicht. Also wisst ihr, es gibt sentirsi, weil das ist mi sento. Und anscheinend gibt es auch ein sentirsela in der Grundform. Da seht ihr, ah, dieses sela ist nichts anderes als ein si. Ist halt nur ein Klon. Und sentirsela heißt sich danach fühlen, Bock haben. Okay. Das nächste. Hallo, bevor wir beim nächsten Mal weitermachen, jetzt weißt du, me la sento. So, und jetzt hat nicht schreiben, Speedübung. Wie sagst du dann, und jetzt lass dich treiben. Das ist ja me la, te la, se la, ce la, vela. Ja, das ist wie mi, ti, si, ci, vi. Wie sagst du dann, fühlst du dich danach? Hast du Bock drauf? Te la senti? Ja? Fühlt ihr euch danach? Ve la sentite? Nee, ich fühle mich nicht danach. Non me la sento. Okay, nächstes Wort. Dormo. Geht es? Jetzt nicht mehr schreiben. Nein, no. Ihr habt noch nie dormirsi irgendwo. Mi dor, no, no, no. Ja? Me la dormo? No, no. Me ne dormo. Und jetzt hat für euch, überlegt dann nicht bei jedem Klon, ah, das könnte doch, in der Regel ist es no. Ja, weil ihr kennt die Wörter und diese Klonwörter gibt es nicht viele. Aber Dormo ist gar nichts hier mit dritte. Dormo ist auch nicht dritte Schublade. Vado. Geht es? Mi vado. No. Es gibt kein Andarsi. Geht es? Me la vado. No. Non è possibile. Es gibt's nicht. Geht es? Me ne vado. Ah, me ne vado geht. Das habt ihr auch schon gehört, ja, weil das von andarsene kommt. Und jetzt, me ne vado heißt, es muss irgendwie die, me ne vado ist, ich mache mich vom Acker. Ja? Me ne vado. Und wie sagt ihr dann, wir machen uns vom Acker? Ce ne andiamo. Macht ihr euch vom Acker? Ve ne andate. Okay. Fare. Fare, wir machen in der Ich-Form immer. Faccio. Geht es? Mi faccio, si, farsi, sich was machen, sich was gönnen, sich was reinziehen. Me la faccio. Farsela.
Ah, wer jetzt an Farcela gedacht hat, das ist was anderes. Ah, grazie Manfred. No, Farcela habt ihr nicht, deswegen könnt ihr nicht Mela faccio, tela fai und sowas. Das geht nicht. Geht das? Mene faccio. Geht mene faccio. Ah, sehr cool. Da habe ich mir wieder eine Falle. Also, das geht nicht, weil Farcela hat nichts mit dem zu tun. 5 Minuten, 5 Minuten. Ja. Ja, okay. Weil es gibt's nicht. Aber mene faccio, geht mene faccio. Mene faccio geht, aber dann müsst ihr was dahinter setzen. Una ragione. Und dann heißt dieser ganze Spruch, ich finde mich damit ab. Sowas, ich resigniere. Und jetzt, mene faccio una ragione. Das mag vielleicht auf den ersten Blick so lang sein, aber ihr denkt einfach auf fai, fa, facciamo, okay? Und diese, miti, si, ci, vi, aber die Variante der Klon. Mene, tene, sene, cene, vene. Also, wie sagt ihr dann? Er findet sich damit ab. Nicht schreiben. Er findet sich damit ab. Se ne fa una ragione. Na, einfach an fa denken und dann, na, das ist nicht diese Variante. Ah, se ne fa una ragione. Wir finden uns damit ab. Ce ne facciamo una ragione. Ah, findest du dich damit ab? Te ne fai una ragione. Eh? Ok. Intendere. Intendere heißt auskennen. Intendo. Wir machen jetzt immer die Ich-Form. Intendo. Geht es? Sì, mi intendo di, ich kenne mich aus mit, das geht. Geht mela. Geht mene. Mene. Mene intendo heißt. Ich kenne mich damit aus. Mene intendo. Sich damit auskennen. Ah, also geht es mene intendo. Also, wie sagt ihr dann? Kennst du dich damit aus? Te ne intendi. Kennen die sich damit aus? Kennen sie sich damit aus? Se ne intendono. Kennt ihr euch damit aus? Ve ne intendete? Ok. Sì, brava Dagmar. Allora, oggi ho parlato un po', abbiamo fatto qualche esercizio di traduzione, una piccola storiella poi abbiamo compiuto, completato il sistema del terzo cassetto. Adesso sapete tutte le informazioni sul terzo cassetto. Adesso non c'è più nessuna verità, altra verità dietro il terzo cassetto. Questo è tutto. Denkt an die Klone. In Zukunft gibt es für euch Mi, Mela und Mene, aber nicht immer möglich. Ja? Und wenn ich euch Wörter gebe wie compro, mangio, bevo, cerco, Systemo, ja, fangt jetzt nicht an, alles mit Mi, Me, ja, sondern auf euer Bauchgefühl zu achten. Ihr kennt schon viele Wörter. Okay, per finire, ich habe den letzten Livestream, also den Teil von, also fortgeschritten öffentlich, am 25.11. vom letzten Jahr, da habe ich im Zuge des nochmal anschauen, was ich gemacht habe, habe ich komplett die Kapitel in die Videobeschreibung reingetan. Also wer da nochmal Lust hat, da sind nämlich interessante Sachen dabei. Und da habe ich 3, 4, 4, 5 Storielle, habe ich da erzählt. Tutto in Italiano.
Allora, chi ha voglia di riascoltare, di sì, praticare un po' l'udito ad ascoltare, sì, schaut rein auf diesen Stream und wie gesagt, diese Kapitel macht es alles einfach. Ihr geht einfach, ach, bei Minute da ist es, ach, das wird mich interessieren, das wird mich interessieren, sì. Ok, Patron. Pimientos de padrot, maestro. Sei portato alle lingue, Christian. Essere portato a. Ok, questa è l'ultima informazione. No, l'ultima informazione. Oh, grazie, Uta. Hai un livello molto super avanzato, però mi fa piacere che sì, di averti fatto riscop o scoprire ancora qualche dettaglio che non sapevi al 100%. Grazie Gerlinde. Un'ultima cosa, das nochmal un po' di pubblicità. Ich habe ein Lernprogramm entwickelt mit verschiedensten Übungen, Audio, auch ein bisschen Grammatik an Dokumenten. Macht man am Computer. Sagen wir mal, es gab einige, die, glaube ich, gezögert haben und dann doch mal gewagt haben, sich eine Probe angeschaut haben, kostenlos, und die haben dann eigentlich alle das bestellt, perché mi hanno detto che all'inizio erano un po' scettici, die waren erst skeptisch, ja, ein bisschen vielleicht sprachlabormäßig, aber tutti hanno detto è una cosa molto, molto, come devo dire, non, jetzt fällt mir in keiner Sprache das ein, was ich sagen wollte. Das ist una cosa, das sind nicht nur ein, zwei Übungen, es ist ein großes Spektrum an Übungen, was alles Mögliche übt, Grammatik, Sprechen, Anhören, Zuhören. Quindi chi è interessato, mi scriva, soll mir schreiben. Sì, io stasera faccio un bel piatto, faccio una pasta con le salsicce e cime di rapa. Faccio praticamente un piatto mezzo pugliese, mezzo toscano. Ok, das freut mich, dass euch der Stream gefallen hat, denn das muss ich noch sagen. Ich mache immer so mental am Ende des Streams ein kurzes ja, mentales Feedback für mich in 2, 3 Sekunden, wie ich mich fühle. Manchmal fühle ich mich super. Heute war ich nicht ganz so sehr mit mir zufrieden, ma mi avete salvato la serata. Das Wichtigste ist ja, voi dovete essere contenti. A voi deve piacere. Und deswegen, io poi alla fine non conto. Freut mich das sehr, dass es euch zumindest wirklich sehr, sehr gefallen hat. Anche a me è piaciuto, mi sono divertito. Questo fuori dubbio, mi sono divertito. Vabbè. Ok, un abbraccio. Vi auguro un bellissimo, uno splendido fine settimana. Grazie Angelica adesso hai tirato su il mio morale, grazie. Anche tu, Yvonne. Ok, quindi ti ho fatto sudare, Caterina. Beh, la vita non è solo bella, è anche calda la vita. Sì, quindi direi mi sono meritato, ich hab mir dann verdient, un bel bicchiere di vino. Anche voi, anche voi. Un abbraccio, un saluto, vi voglio bene. Ciao ciao.